Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute, führe ich einfach mal das Werk meines Sohnes weiter. Und zwar muss ich ein bisschen meinen Badschrank, meinen Badezimmerunterschrank und alles, was meine Sachen hier im Badezimmer betrifft, etwas ausmisten. Und zeige euch natürlich auch die Produkte entsprechend. Gehe vielleicht ein bisschen drauf ein. Das Video wird sehr wahrscheinlich sehr lang. Also hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video, wenn du Bock drauf hast. Also es ist so, dass ich hier im Badezimmer dann auch immer die Sachen in Anwendung habe oder hier habe, die ich in Anwendung habe. Ne? Also quasi auch euch dann entsprechend ein Zwischenfazit geben kann. Wenn ihr leere Produkte sehen möchtet, schaut ihr gerne, wenn ihr möchtet, in meinem Aufgebraucht-Video vorbei. Und manche Produkte brauchen aber einfach ein bisschen, bis sie leer werden. Und ich habe mir gedacht, komm, es ist Zeit, dass ich euch mal wieder ein bisschen zeige, was hier so abgeht. Das ist eine große Baustelle, aber es geht noch tatsächlich, weil da sind eigentlich wirklich auch die Produkte drin, die ich immer verwende. Hier in dem Unterschrank, wo wir auch gleich reinschauen werden, geht die Party richtig doll ab. Ich komme da gar nicht mehr klar. Ich würde sagen, wir starten mit dem Einfachsten und zwar in der Dusche. Wundert euch nicht, solltet ihr hier Wäschekörbe sehen. Ich habe versucht, das Ganze hier so ein bisschen hallmäßig ein bisschen einzudämmen. Und ja, ich habe ziemlich viele Wäschekörbe aktuell, die ich noch falten muss. Und da habe ich mir gedacht, zwei Fliegen, eine Klappe. Ich packe sie einfach ins Badezimmer, dann hört sich das nicht ganz so furchtbar hier an vom Ton. Die Dusche haben wir, also hier diese Duschwand, ne, das ist ja so eine Kabine quasi, die haben wir bei Amazon damals gekauft. Und das ist eine Duscharmatur von Grohe. Und ja, genau, da haben wir dann so ein bisschen den ersten Schub stehen, würde ich jetzt mal so sagen. Wie gesagt, ich gehe nicht auf die Sachen von Schatzi oder Julius ein. Das ist einfach die untere Etage. Hier habe ich meine Intim Waschlotion von Yessa. Da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, euch die, also sowas zuzulegen. Ne? Gibt es von Rossmann, gibt es von DM halt auch. Parfümstofffrei und in dem Sinne etwas milder fürs Unterstübchen, finde ich immer ganz wichtig. Das ist fast leer von Mary and May, kommt aus einer Kooperation. Es ist halt einfach so, dass wenn ich Kooperationen habe, dass ich die Produkte natürlich nach und nach aufbrauche, sofern sie mir gefallen. Und bei Mary and May war es auf jeden Fall so der Fall. Ihr kriegt die Produkte bei Yestyle, wenn ihr möchtet, wo ihr mit Claudis Welt, müsste das sein, 10% generell sparen könnt. Also auf alle Produkte, die dort sind, ne? Ich glaube, ab 49 Euro ist das. Dann habe ich hier so eine Scalp-Maske mit Ananas und Kokosnuss in der Box drin gehabt. Da habe ich mir gedacht, okay, probiere ich mal aus. Soll feuchtigkeitsspendend sein, ne? Ist für die Kopfhaut. Ist okay. Ich habe jetzt bislang noch nicht so den ultimativen Mega-Effekt davon. Ja, also sonst habe ich halt immer Kopfhaut-Peelings genommen. Und da habe ich mir gedacht, dann mache ich jetzt mal eine Zeit lang eher so diese Kopfhaut-Masken. Was ich aber auch mit auf der Kopfhaut verwende, sofern, also wenn ich es verwende, ist hier von L'Oreal El Vital dieses Glycolic Gloss. Ja, das ist ja diese 5 Minuten Haarlaminierung. Das mache ich mir wirklich von Ansatz bis in die Spitzen rein. Lass das 5 Minuten einwirken. In der Zeit rasiere ich mich oder mache sonst irgendwas. Ne? Und ja, genau, das ist okay. Die Reihe fand ich solide, aber wie auch schon im letzten Aufgebraucht-Video gesagt, das ist jetzt nichts mega krasses. Hier habe ich auch meinen PMD Rose Quartz Roller drin. Den hat Julius mir aus meinem Schrank nämlich rausgeräumt und ein paar Mal damit durch die Gegend gewuselt. Da habe ich gedacht, okay, packe ich den auf jeden Fall mal wieder unter die Dusche. Die Seite ist ganz gut so zum Abschminken, dass man halt so zum Beispiel dieses Reinigungsgel da drauf machen kann und das dann auch ins Gesicht einarbeitet. Damit kriegst du auch wirklich eine reinere Haut. Und diese Seite, das ist halt ein Rosenquarz, den kannst du mit Wärme machen, also dass du hier quasi das einstellst, hier an dem Punkt, oder nee, an dieser Seite dann quasi. Also man kann machen, dass das Ding hier vibriert in verschiedenen Stufen und man kann machen, dass der Rosenquarz warm wird. Der eignet sich dann ganz gut für Serien oder wenn du eine Ampulle einarbeitest oder eine Maske halt noch intensiver, ne? Dass du halt die Tuchmaske drauf lässt und einarbeitest. Das ist dann noch mal intensiver, ist aber eher was für den Winter, wenn es halt warm wird. Oh nein! Oh, ja, und dieses Ding fällt halt ständig runter, weil es halt doch relativ schwer ist, ne? Ja, nicht runterfallen wieder. Dann habe ich hier, das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr allzu oft verwenden, denn ich mag den Duft nicht. Hatte ich jetzt Jasmin gerade irgendwo in der Box drin. Cherry Coco, nee Quatsch, in dem Osterei von Brand News von Bilou. Ich mag gerne die Duschschäume von Bilou, aber ich habe schon beim Unboxing gesagt, dass ich nicht unbedingt weiß, ob mir das gefällt. Tatsächlich ist es so, dass ich jedes Mal, wenn ich mir das drauf mache,
Wird mir ein bisschen übel. Oder ich kriege Kopfschmerzen. Also eigentlich sollte ich das jetzt aus der Dusche entfernen, was ich jetzt auch mache. Stelle ich schon mal zur Seite und packe dann nachher hier ein neues hin. Dann habe ich hier von M. Ersam dieses Belle Glamour. Das ist so ein Körperpeeling. Das ist halt riesig, ne? Aber du brauchst auch gar nicht mal so wenig davon. Also ich persönlich brauche da nicht so wenig von. Das riecht ziemlich intensiv. Ist auch so ein Ölpeeling. Ich glaube, das ist ein Ölzuckerpeeling dann, ne? Ja, natürlich sind hier überall Kalkflecken und Haare dran. So gehört sich das auch. Und ja, das finde ich ganz gut, verwende ich jeden Dienstag und jeden Freitag, wenn ich dann mein Körperpeeling mache, ne? Übrigens, das hier ist mein Rasierer. Das ist der von Bulldog, ein Männerrasierer. Finde ich großartig, kann ich volle Elle empfehlen, ja, einen Männerrasierer zu verwenden, ne? Ja, genau. Und dann habe ich hier noch die Produkte von Kaimana. Da kriegt ihr mit Hairlight Claudi 15% Rabatt. Da teste ich aktuell die neuen Produkte Shampoo und Conditioner. Einmal das Gentle Shampoo und den Intensive Nourishing Conditioner. Finde ich solide. Ich muss aber sagen, dass sie mich bislang noch nicht vom Hocker gehauen haben. Ich bin ja zum Beispiel so ein Mega-Fan von dem Leave-In Conditioner. Oh, der ist großartig, der hält die Ewigkeiten. Und der macht halt auch wirklich was Tolles. Ist gleichzeitig auch noch ein Hitzeschutz, ne? Bei den Produkten, also die sind gut, dass ich halt auch echt schöne Haare damit kriege. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür auch wirklich 25 Euro dann bezahlen würde pro Produkt. Da bin ich ehrlich, ne? Aber das wird noch weiter getestet. Die habe ich erst ein paar Tage in Anwendung. Und dann habe ich hier aktuell als Haarkur auch von Kaimana das neue Liquid Hair Treatment. Ist halt so eine 10 Sekunden Haarkur. Die macht man sich einfach ins nasse Haar, in die Längen rein. Das heißt, ich nehme dann meine Haare so zur Seite, drücke die erstmal so ein bisschen aus. Dann nehme ich sie in der Hand, das dann da drüber. Du bist so gut. Und dann drücke ich und ziehe das so runter ein bisschen. Und dann arbeite ich das ein bisschen ein. Und dann wird dieses Flüssige, was da drin ist, halt so cremig. Und ja, ist halt ruckzuck. Ne? Ist halt wirklich, wenn du nicht so viel Zeit hast, eine ganz gute Geschichte. Ja. Ja, und hier hängen halt an dieser Stange immer meine Abschminkviecher, die ich dann morgens zum Beispiel für die Gesichtsreinigung genommen habe. Und jetzt schwenken wir einmal um. Tada, zu dem Badezimmerschrank. Ich werde immer wieder, wenn ich den noch zeige, gefragt, wo der herkommt. Der kommt von Ikea. Ich gucke mal, dass ich euch den auch in der Infobox verlinke, wenn ihr möchtet. Und auch der Badezimmer-Unterschrank kommt von Ikea. Ich steige mal auf den Pupshocker, damit ich hier jetzt auch ein bisschen größer bin. Denn ich wollte gerne von oben nach unten durchgehen. Ganz oben in der ersten Etage habe ich immer meine Masken drin. Denn jeden Morgen verwende ich, während ich meine Zähne putze und während ich so ein bisschen auch Pinsel wasche und so, halt eine, habe ich Tuchmaske gesagt? Eine Crememaske. Tuchmasken sind da hinten noch. Denn, das macht Sinn, finde ich persönlich. Ne? Ich verwende dann auch entweder Augenpatches oder ich verwende jetzt aktuell auch hier von Typology diese Augenmaske. Genau, das ist diese hier L74. Da hatte ich auch eine Kooperation. Ich weiß nicht, ob das aktuell auch noch gültig ist, dass ihr was für Ume mit dazu bekommt, wenn ihr was bestellt. Schaue ich einfach mal, sofern gerade eine laufende Kooperation ist, ist das dann auch in der Infobox verlinkt natürlich. Die nehme ich aktuell ohne diese Pads, die da mit dabei sind. Also man hätte theoretisch auch noch die Möglichkeit, diese Pads nochmal drüber zu legen, damit das Produkt nicht verdunstet. Ne? Denn normalerweise kannst du die auch wirklich lange drauf lassen und das richtig schön einziehen lassen. Ich verwende die tatsächlich pur, weil ich das nicht nur unter meinen Augen dünn auftrage, sondern auch auf meinen Augenlidern, denn gerade so hier unten unter meiner Augenbraue habe ich aktuell so eine super trockene, schuppende Stelle und da versuche ich halt einfach alles, um da wieder Leben reinzubringen. Anfangs war das auch so, dass die ersten Male, wo ich das sehr intensiv verwendet habe, so ein bisschen auch meine Augen gebrannt haben, also nicht gebrannt, geblitzelt. Du hast gemerkt, dass das Produkt halt einfach wirkt, ne? Und das ist halt immer so eine Sache. Genau, ich lege das auch runter, weil ich mache immer jetzt auch sauber. Dann habe ich für montags immer diese Maske von Dr. Botanicals, die Turmeric Superfood Restoring Treatment Maske. Ja, die ist halt auch so ein bisschen belebend und klärend. Jetzt filme ich auch gerade am Montag, bevor das Video online kommt, habe die heute Morgen aufgetragen. Ich finde sie okay. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, braucht man unbedingt, aber ich hatte sie in der Box, ich werde sie verwenden, aber ich würde sie jetzt so nicht aktiv nachkaufen. Upsala, bin ich ehrlich. Dann dienstags verwende ich hier von Rosenthal die Slow Aging Maske mit Cranberry, Hyaluron und Lavendel. Und ich habe meine Masken auch so quasi eingeteilt, dass ich das dann auch in meine Skincare-Routine mit Peeling und so weiter gut integriert bekomme und dass ich halt auch weiß, wann mache ich was, am selben Tag oder am Vortag. Das ist halt wirklich so ein Gedankengedönsen bei mir gewesen. Ne? Das ist halt wirklich einfach eine feuchtigkeitsspendende, beruhigende Geschichte, weil ich dienstags abends auch immer mein Gesicht peele und deswegen brauche ich dann halt einfach vorher eine ganz entspannte Geschichte.
Genau, und das habe ich dann hier am Morgen mit dieser Maske. Und dienstags ist auch oft ein Drehtag von mir. Genau. Ja. Dann habe ich am Mittwoch eine Maske, die tatsächlich nochmal intensiv reinigend ist. Also da ich dienstags abends ein Peeling mache, wo ich meine abgestorbenen Hautschüppchen entferne, was in dem Sinne dann aktuell auch ein Enzympeeling ist, verwende ich dann am nächsten Morgen etwas, um halt nochmal eine Tiefenreinigung zu geben. Da habe ich The Professional Speedy Smooth von Benefit aktuell in Anwendung. Die trocknet auch richtig, ne? Also das ist auch wirklich so eine Sache, dass ich nicht jedes Mal auch gut vertrage. Das heißt, danach brauche ich auch eine derbe Pflege. Da muss ich auch zusehen, dass ich eine reichhaltige Pflege mir dann auch morgens auftrage, weil das einfach besser für meine Haut ist und ich dann einfach auch gelernt habe, dass es so am besten funktioniert für mich. Und genau, wie gesagt, die trocknet ein bisschen an. Ein bisschen ist gut, je nachdem, wie lange man das drauf lässt. Und reinigt halt Poren tief. Und danach verwende ich dann meistens auch eher ein beruhigenderes Serum. Dann habe ich am Donnerstag eine Maske, eben nach diesem ganzen Peeling- und Reinigungsprozess, die regenerativ wirkt. Also die quasi meine Haut wirklich wieder repariert und einfach hilft. Die gibt es jetzt so leider nicht mehr bei Dalton. Das ist nämlich die Natural Korrektur Maske. Die habe ich auch eine ganze Weile auf meiner Kaiserschnittnarbe angewendet, weil das auch wirklich eine Maske ist, die dazu führt, dass so Narben oder kleine Geschichten, ne, halt auch repariert werden. Die ist echt dafür gut geeignet, aber wie gesagt, die gibt es nicht mehr. Ich habe aber einen Code, BeautyClaudy, für 20% Rabatt bei Dalton. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich habe hier natürlich auch noch allerhand weitere Inspirationen für euch. Aber wie gesagt, das ist ein altes Schätzelein. Als die aus dem Sortiment gegangen ist, habe ich meiner Ansprechpartnerin geschrieben, schickt mir gerne noch ein paar, dass ich die im Backup habe, weil die einfach für mich ganz gut sind. Und ja, die funktioniert halt einfach klasse, ne? Am Freitag ist auch wieder ein Peeling-Tag für mich, aber da steht quasi das Wochenende für mich bevor. Das heißt, auch da drehe ich wieder relativ viele Videos und weiß, dass meine Haut dann auch entsprechend viel Liebe braucht. Und da gibt es eine ganz neue Maske von Dalton, die Face Care Intense Nourishing Hydrolipid Creme Maske. Das ist eine super, super nährende Sache. Die lässt du 20 Minuten drauf oder je nachdem, wie lange du halt möchtest, ne? Und die mag ich auch wohl. Das ist halt eine sehr reichhaltige Maske. Denn ansonsten ist Dalton bei den Masken eher so wirkstofforientiert, ne? Also dass du halt wirklich irgendwie die Q10-Maske hast mit der Belebung oder die Magical Effect-Maske, die auch eine reinigende Geschichte mit dabei hat, die Oyster-Maske sowieso, die dann auch diesen das Fettgedönsen auf der Haut so ausgleicht. Und hier haben wir halt, ich würde mal sagen, das Pendant zu der Oyster-Maske, nämlich eine sehr reichhaltige Geschichte, die ich, wie gesagt, jetzt so in Anwendung habe. Ich glaube, zweimal habe ich die jetzt verwendet und da sind natürlich auch hier die Meere Extrakte und so weiter drin, die ganz gut für die Haut geeignet sind. Und das ist halt so eine richtig schön reparierende Maske. Ich weiß nicht, ob die unbedingt für jeden was im Sommer ist. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen der Nachfolger sein soll zu der Natural Korrekteur. Nun, dann schauen wir mal, was ich samstags mache. Und zwar habe ich hier dann von dem Asam Resveratrol Premium NT50 die Glättungsmaske. Das war, glaube ich, die 24 in dem Adventskalender, ne? Genau, das ist einfach eine Maske. Also dieses Resveratrol aus den Asam-Produkten mag ich für mich ganz gerne. Auf jeden Fall ist das eine gute Maske, die auch wieder regenerativ wirkt und ja, einen leichten Glättungseffekt mit dabei hat, Feuchtigkeit spendet. Für mich persönlich eigentlich eine ganz gute Sache. Und ja, ne, die sieht etwas nicht so schön aus. Ja, aber ich mag diesen belebenden und gleichzeitig feuchtigkeitsspendenden Effekt sehr gerne. Und am Sonntag brauche ich richtig Kapitjes, denn dann habe ich schon einige Tage gefilmt und ja, das Wochenende ist immer sehr anstrengend für meine Haut. Da habe ich von Oscar London eine super reichhaltige Geschichte, diese Renaissance Mask, die soll Strahlkraft und ein neues Gesicht geben. Resurfacing, das ist einfach, als würdest du dir Butter ins Gesicht schmieren, ne? Da ist nicht viel drin gewesen, das war auch in der Box mit drin. Ist halt wirklich richtig, richtig derbe Kapitiers, derbe, fettig, derbe, reichhaltig. Aber wie gesagt, das kann ich am Wochenende gut gebrauchen, weil ich mich viel schminke und viel abschminke und meine Haut dann einfach auch ein bisschen Chillness braucht. So, das wird jetzt hier oben einmal sauber gemacht. Achso, einen habe ich hier noch und zwar ist das der Pinsel. Das ist von Barbour, einer, der war vor 5 Jahren oder so mal in der Glossybox Barbour Edition mit drin. Das ist einfach so ein ganz flacher,
eigentlich ist es ein Make-up-Pinsel, ne? Die kriegt ihr ja auch ganz normal von Evelyn und Co., aber der hält halt schon eine Weile. Ja, der Fokus ist jetzt nicht so ganz auf die Nähe, sondern eher auf Distanz aus. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, damit Masken aufzutragen, weil das damit gleichmäßig funktioniert und ihr halt weniger Produkt verwendet, finde ich persönlich. Und ich mag den. In der nächsten Etage habe ich so Produkte drin, die ja Platz wegnehmen, ich aber trotzdem in regelmäßiger Anwendung habe. Hier habe ich jetzt gerade aus dem Tauschpaket von der lieben Caro Augenpads drin, die bin ich jetzt am Verwenden. Die sind ganz angenehm, also spenden Feuchtigkeit und halten auch wirklich gut. Und was ich klasse finde, du hast hier halt wirklich wie viele Pads drin? 8x2 oder so. Ja, 8x2, ne? Das heißt, da hat jemand wirklich nachgedacht. Sowas finde ich immer klasse. Dann habe ich hier noch eine Ampulle drin. Die hatte ich jetzt letztens auch in einem Adventskalender. Das ist einfach eine Hyaluron von der deutschen La Mer Firma. Auch eine sehr schöne Geschichte, finde ich persönlich. Ich habe jetzt aber aktuell noch eine andere in Anwendung und das hört sich immer so an, ne? Ja, ich strecke Ampullen tatsächlich. Kommen wir gleich zu. Und die ist jetzt einfach quasi in Verwende-mich-bald-Modus. Dann habe ich hier von Dalton mein Enzympeeling. Die finde ich einfach großartig. Sind jetzt auch gerade eine ganz tolle Geschichte Richtung Frühling, Sommer, Herbst, also Frühherbst. Ne? Da verwende ich halt Enzympeelings. Das verwende ich immer dienstags und freitags und ist für mich auch wirklich ein gutes Produkt, was ich gerne verwende. Also das Enzympeeling von Dalton finde ich sehr mild, aber gleichzeitig effektiv. Dann habe ich hier auch noch, ja von eben noch, ne, auf einem Pad, meine Typology Pads, falls ich das wirklich nur unter den Augen verwenden möchte. Aber wie gesagt, aktuell gehe ich da einmal rund um die Augen drum zu. Dann habe ich hier von Maxim, müsste das sein, von Giacomo Cosmetics, ein Gua Sha Stein. Damit mache ich dann manchmal, wenn ich Ampullen anwende und dann viel Ampulle verwende oder wenn ich viele Serien oder so drauf mache oder irgendwas Öliges, dass ich das halt entsprechend einarbeite, ne? Dass man die Gua Sha Massage damit macht, um die Lymphdrainage anzukurbeln. Ich glaube, wenn man das regelmäßiger macht, sieht man da auch wirklich einen Effekt von. Ist aber auf jeden Fall ziemlich cool. Jo, dann habe ich hier noch ein Scrunchie, ist quasi mein Backup-Scrunchie. Das andere ist gleich unten in regelmäßigerer Anwendung. Und eine Bürste, die habe ich mir jetzt relativ neu gekauft. Das ist die Tangle Teaser, die hatte ich aber schon mal. Und ja, sowas bekommt ihr bei Lookfantastic, wo ihr mit Claudi Welt sparen könnt, wenn ihr möchtet. Und jo, die habe ich gerne. Ich habe noch eine zweite, die liegt jetzt gerade tatsächlich im Wohnzimmer, wo auch mein Föhn ist. Weil ich mache das so, dass ich abends, wenn ich mich dusche, mich nicht hier föhne, weil das dann zu laut wäre für andere Bewohner des Hauses. Und das mache ich dann im Wohnzimmer, da störe ich keinen und kann das dann auch gerne mal nachts um 1, 2 Uhr machen und alles ist gut. Kommen wir zur nächsten Etage. Das ist meine Abendpflege. Genau, die darf etwas reichhaltiger sein und etwas intensiver. Das ist halt für meine trockene, sensible Haut am besten geeignet. Ich starte immer meine Gesichtspflege mit Reinigung. Und da habe ich jetzt aktuell in Anwendung von Yepoda wieder. The Calm Balm ist für mich nach wie vor der beste Reinigungsbalsam, den es nun mal auf dem Markt gibt. Kann ich immer wieder empfehlen. Da haben andere Kolleginnen auch immer wieder Codes. Ne? Der nimmt halt schön seine Aufgabe war. Also ich mache den halt in meine trockenen Hände und gebe mir das ganz trocken auch übers Gesicht. Dann mache ich meine Haarhände ein bisschen feucht, dass ich das Ganze nochmal ein bisschen aufemulgiere mit Wasser. Und dann wird es runtergewaschen. Und danach verwende ich jetzt aktuell unter der Dusche von Mary & Mayer diesen Cleanser. Und damit habe ich dann mein Double Cleansing ganz gut im Griff und kriege damit auch wirklich ganz gut das Make-up runter. Ne? Dann habe ich hier noch ein Peeling stehen. Ja, wenn ich halt Liquid Lipsticks trage, das ist halt vor allem sehr intensiv zur Adventskalenderzeit, wo ich auch sehr bunte Lippis trage. Ansonsten bin ich ja eher das Gloss-Mädchen. Verwende ich abends dann ganz gerne hier so ein Lippenpeeling. Da habe ich hier in so einem Set von Grande Cosmetics dieses Grande Buff drin gehabt. Das muss nicht so ein teures Ding sein, ne? Da habe ich auch noch ein bisschen was drin. Ist relativ hart geworden irgendwie, aber egal, das wird weiterverwendet. Ist ja auf Zuckerbasis und Zucker ist ja unendlich haltbar eigentlich. Ja, finde ich ganz gut. Hilft meinen Lippen auf jeden Fall, dass sie dann auch ja, weniger trocken sind und dass dann auch das ganze Produkt runterkommt. Ne? Ist ja manchmal ein bisschen schwieriger. Dann habe ich hier noch ein Produkt, was ich verwende, wenn halt wirklich so SOS-mäßig was unterwegs ist. Also jetzt gestern Abend zum Beispiel habe ich es auch hier unten aufgetragen, weil ich jetzt gerade so meine hormonelle Hochphase habe, also Eisprung. Und da habe ich hier das Derma Control Clear Skin SOS Spot Treatment von Dalton. Da brauchst du nicht viel von, das hält dir auch wirklich Ewigkeiten. Ich glaube, ich habe das wirklich schon ein halbes Jahr hier bei mir im Schrank stehen. Länger, oder?
Ja, ich glaube, war das im Adventskalender oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ungefähr in der Zeit habe ich es nämlich hier hingestellt. Ne? Ist jetzt auch eine ganz gute Sache, die man nehmen kann in der Zeit, wo man eher weniger so chemische Peelings, also Salicylsäure und so verwendet. Ja, dann habe ich hier noch, das kommt hier zur Seite, zwei Toner-Geschichten. Die verwende ich in Kombination, sind mit Niacinamid und halten auch Ewigkeiten. Von Charlotte Tilbury, da habe ich ja auch aktuell jetzt quasi die letzten drei Produkte noch in Anwendung, um euch dann irgendwann mal am Ende auch ein komplett Fazit über die Skincare mal zu geben. Einmal Charlotte's Magic Hydrator Mist. Ja, das ist halt solide, brennt manchmal ein bisschen. Muss man mögen, kann man nicht mögen, kann man mögen, muss man nicht mögen, so. Also ich bin dann eher tatsächlich für mildere Toner-Geschichten. Ich merke halt nicht den Ultra-Effekt leider. Genauso ist es halt auch mit diesem hier, der ist von der Konsistenz halt ein bisschen dicker. Das ist halt wie eine Essenz. Glow-Toner mit Niacinamiden, mit Peptiden und soll halt eine leichte Peeling-Wirkung mit dabei haben. Da müssen wir mal gucken, ne? Also inwiefern ich das halt auch noch in den sonnigeren Tagen dann verwende, aber ich verwende das ja extra abends. So, ja, dann habe ich so ein paar Serien. Da versuche ich halt auch gezielt die Sachen zu verwenden und ja, dann halt auch wirklich entsprechend, je nachdem wie mein Hautbedürfnis in dem Moment ist oder je nachdem wie jetzt einfach der Tag gelaufen ist. Ne? Da muss man halt einfach immer für sich schauen. Was eine ganz milde Geschichte ist, ist hier zum Beispiel die Ampulle von Dalton. Die habe ich jetzt schon zweimal verwendet, da ist jetzt noch ein bisschen was drin. Habe ich in dem Ampullensprüher drin. Damit kannst du die halt A, wirklich strecken auf 3 bis 4 Anwendungen, je nachdem inwiefern und wie weit du dir das auftragen möchtest. Und du hast hier halt auch die Möglichkeit, die Ampulle zu verschließen. Da passen auch andere Ampullen rein. Also das müssen nicht nur Dalton-Ampullen sein. Ne? Und wie gesagt, den empfehle ich immer wieder, wenn ich euch auch die Ampullen empfehle von Dalton in Kombination zu verwenden, damit ihr einfach länger was davon habt. Ne? Also von der Ampulle selber und der Ampullensprüher ist ja Ewigkeiten vorhanden. Genau, mag ich, finde ich gut. Und die Kuzina-Ampulle hatte ich erst morgens versucht zu verwenden. Da hat es mir ein bisschen zu sehr dann mit meiner weiteren Hautpflege gekrümelt, weswegen die dann in den Abend gewandert ist. Aber das ist ja nicht schlimm. Ja, dann haben wir noch, aus meinem Project Pen. Das muss ich jetzt auch demnächst mal aufbrauchen, weil ich jetzt ja quasi bald kein Retinol mehr verwende. Ne? Das High Concentrate mit Retinol. Und ich muss sagen, dass das Retinol von Dalton mir persönlich einfach am besten gefällt von der Wirkung her und von der Verträglichkeit her. Ne? Das ist halt auch immer so eine Sache. Ich habe ja auch schon andere Retinol-Produkte ausprobiert und ja, weil wir hier vor allem Retinal drin haben, was so eine Abwandlung von Retinol ist, eigentlich noch eine hochwertigere Variante. Wild. Auf jeden Fall ist das eine ganz gute Sache, die halt einfach so einen Slow-Aging-Effekt gibt und mir persönlich einfach sehr gut gefällt. Denn nämlich 2 Pumper von, ne? Manchmal verwende ich das in Kombination zum Beispiel mit der Q10-Ampulle, manchmal aber auch mit dem Q10-Serum. Das hatten wir im Adventskalender, seitdem steht es hier und ist dann immer mal wieder in Anwendung. Das ist halt belebend. Und wie gesagt, auch hier dieses Q10-Serum kann ich persönlich besser am Abend verwenden, weil das einfach besser mit den anderen Pflege funktioniert. Ich finde, dass das nicht so gut mit dem Lichtschutzfaktor funktioniert. Einfach so mein persönliches Feedback dazu. Dann habe ich noch, wenn meine Haut wirklich eskalativ ist, mein, ja, das muss hier immer irgendwie stehen, ne? Das Triple Ceramide Serum, das ist halt Haut reparieren. Das ist jetzt in der kleinen Reisegröße und man hat ja auch die Möglichkeit bei Dalton, sich diese Reisegrößen zu holen. Und ich glaube, das war im Adventskalender, deswegen habe ich das da. Also in der kleinen Größe, ich habe es auch noch in der großen. Auf jeden Fall ist es halt Haut reparieren. Wenn ich halt wirklich eine eskalative Situation habe, entweder, dass ich halt wirklich diese Peelings gemacht habe abends, ne, dass ich mir das dann nochmal drüber gebe, halt zur Reparierung. Nennt man das so? Reparation? Zum Reparieren der Haut halt, ne? Oder wenn ich irgendwas, keine Ahnung, irgendwas hat mich im Gesicht gekratzt oder sonst irgendwas, ne, dass man halt irgendwie eine verrückte Hautsituation hat, dann verwende ich auch dieses Ceramid-Concentrate. Ich muss wirklich sagen, von den ganzen High-Concentrates ist das mein Liebstes und ich glaube, dass man hier auch wirklich in Originalgröße das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat, weil Ceramide halt in einer hochwertigen Geschichte sehr, sehr teuer in der Herstellung sind, habe ich mal gehört von Skinfluencern irgendwie und ja, das merke ich aber auch auf meiner Haut, dass das einfach großartig ist.
Ja, dann habe ich hier noch eine Augencreme und zwar verwende ich jetzt hier die Regenerant Soja Repair regenerierende Augencreme. Die ist sehr, sehr reichhaltig und ich mache das auch so nach dem Duschen und nach meiner Abendroutine stecke ich mir das auch in den Bademantel und nehme das auch mit auf die Couch oder mit an meinen Schneidetisch und lege auch immer wieder nach. Da hat der Frechdachs von Kamera einfach aufgehört zu filmen. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein hier. Unglaublich. Auf jeden Fall wurde mir das empfohlen, das zu machen und das hat auch wirklich ganz gut schon geholfen. Also es ist nicht mehr so schuppig, es ist alles schon wieder sehr, sehr angenehm geworden. Also eine große Empfehlung, falls ihr irgendwas braucht, was eine sehr reichhaltige Pflege für die Augen gibt. Ne? Das ist eine ganz tolle Geschichte. Das hat Janine, also meine Betreuerin bei Dalton, mir nämlich empfohlen, als ich sie gefragt habe, was kannst du mir mit an die Hand geben für verrückte Augen gerade. Dann habe ich jetzt aktuell auch in Anwendung die C in der leichten Variation. Das sind jetzt auch nur 15 ml. Die gibt es ja auch in der großen Variante. Ich wollte einfach mal gucken, ob das Produkt diesen unglaublich hohen Preis wert ist, weil ich glaube, wenn man das in der Originalgröße kauft mit 50 ml, zahlst du da 109 Euro irgendwas für. Wow. Ne? Also ohne Code, klar. Das kauft man sich dann meistens mit Code, aber das ist schon abgefahren. Ich habe versucht, das morgens mal anzuwenden, mal versucht, das abends anzuwenden. Verwende das jetzt auch immer so in Kombination mit verschiedenen Serien und so weiter. Kann euch dann aber erst auch wirklich mein Endfazit dazu geben, wenn ich die wirklich aufgebraucht habe, weil es ist halt immer noch gut was drin. Ne? Ist klar, ich habe die noch nicht so lange. Und ja, abgefahren. Also gerade als Tagescreme finde ich die großartig, weil die sich richtig gut mit Lichtschutzfaktor und so auch verträgt. Ne? Da fand ich die wirklich überragend. Aber wie gesagt, ich teste noch ein bisschen rum. Bei dem Preis sollte man das auch tun, meiner Meinung nach. Dann habe ich abends so ein Bodyparfüm. Da verwende ich hier von Sol de Janeiro dieses Brazilian Crush Cheriosa 62er. Genau, das verwende ich einfach, nachdem ich mich eingecremt habe. Einfach einen Spritzer aufs Bauchlein, einen Spritzer auf die Oberschenkel und dann habe ich halt diesen süßen Duft irgendwie. Ich mag's. Mein Freund ist das Pelle. Ich finde es großartig. Hier befinden wir uns jetzt bei meiner Tagespflege, habe ich eben gesagt, das ist die Abendpflege gewesen, ne? Habe ich gesagt, oder? Ich weiß es nicht, ich bin paddelig, ihr wisst das. Okay, also, morgens habe ich hier meine Routine stehen. Ich starte hier einfach mal mit meiner Zahnbürstengeschichte. Das ist die Zahnpasta für Julius, das ist meine aktuelle Zahnpasta, das ist die Zahnbürste von Julius und das ist mein Zahnbürstenaufsatz. Denn der kommt hier immer separat rein in mein Gläschen, damit hier nicht allzu viel durch die Gegend fliegt. Denn ich habe meine O'Clean Zahnbürste, die ich ja auch in Kooperation mal bekommen habe, hier auch stehen. Ne? Die passt auch gar nicht mit in das Gläschen rein. Deswegen, ja, da muss ich sagen, dass ich tatsächlich das Reinigungsprogramm immer mindestens zweimal laufen lasse. Also 3 Minuten reichen mir persönlich tatsächlich nicht. Und mein liebstes Programm ist das Abendprogramm. Das verwende ich sowohl morgens als auch abends. Ne? Okay, dann habe ich hier ein Parfum stehen von Kajali, das Vanille 28 in der kleinen Variante. Ich finde einfach, dass das ein guter Duft ist für den Alltag, dass man das mal eben so drauf sprühen kann, ohne groß nachzudenken, weil das halt nicht so einem halt, also es überfällt einen nicht und ich kann es jetzt auch mal wieder drauf machen, weil ich habe es heute noch gar nicht getragen. Das mache ich immer. Ja, mit so ein paar Spritzern einfach, ne? Und wie gesagt, es überfällt einen nicht vom Duft her, überfällt halt auch nicht die Menschen um einen herum. Es hält okay, ne? Also ab und an muss ich das theoretisch nachlegen. Aber wenn ich wirklich abends rausgehe, würde ich dann auch einen etwas schwereren Duft verwenden. Der ist süß, zu mir passend, aber eher leichter unterwegs, genau. Dann habe ich morgens auch immer ein Haaröl, was ich verwende. Da habe ich aktuell das von Londa Velvet Oil in Anwendung. Finde ich schön. Ich gebe mir davon einfach, nachdem ich meine Haare gekämmt habe, 2 Pumper in die Hand, verreibe das in meinen Händen, ne, so, und gebe das dann in meine Längen und Spitzen rein und mache mir dann meinen Bommel und dann kann das halt eine Zeit lang einwirken. Ich finde schon, dass solche Haaröle helfen und man hat es jetzt immer mehr auch bei diesen ganzen Hairfluencern gehört, dass es unheimlich wichtig ist, ein Haaröl zu verwenden. Dann mache ich das einfach mal und gucke, ob das hilft. Ich glaube, was meinen Haaren demnächst mal helfen würde, wäre tatsächlich mein Friseurbesuch. Wäre mal was. Dann habe ich hier ein Deo, auch das werde ich jetzt mal verwenden, von Far Hot Pool. War eine Limited Edition. Ja, also morgens habe ich ein Sprühdeo hier stehen und mache mir das dann auch gerne dann einfach morgens einmal drauf.
über den Tag eher weniger dann nochmal nachlegen, weil ich das meistens nicht muss. Es sei denn, ich habe irgendwie so einen Aufräumtag, dass ich hier viel wusel, die Wäsche falte, keine Ahnung. Dann lege ich nochmal nach. Aber normalerweise reicht das auch. 48 Stunden, nein, man sollte zwischenzeitlich duschen. Das ist wichtig. Dann habe ich hier für morgens auch noch ein Abschminkprodukt stehen. Also ich reinige mein Gesicht morgens natürlich. Und dieses Produkt ist dann quasi in meine Morgenreinigung reingekommen, weil es einfach für mich persönlich als Double Cleansing erster Schritt nicht so funktioniert. Und das ist von Uncorrupted Beauty, das Youth Rebuild, dieser Oil to Milk Cleanser. Das ist einfach zu sanft. Also wenn ich jetzt so einen leichten Look drauf hätte, wo ich jetzt nicht Kapitiers gegeben habe, derbe Mascara und hast du nicht gesehen, Schimmer, Glitter, derbe pigmentierte Lidschatten, dann kriege ich das damit runter. Ne? Also wenn ich halt einfach so einen natürlichen Look schminke. Aber ja, alles andere, da hilft wirklich nur der Kaumbaum bei mir. Und genau, das ist dann halt eher so für morgens zur Gesichtsreinigung. Man sollte morgens auch sein Gesicht reinigen, denn das ist, sollte immer die erste Geschichte von einer Gesichtspflege sein. Denn du solltest alles, was an Verschmutzung auf deinem Gesicht ist, natürlich runternehmen, bevor du Creme und so weiter drauf gibst, Wirkstoffe auf die Haut gibst, die können dann einmal besser einziehen und ja, du packst ja auch keine Handcreme auf deine dreckigen Hände, mit denen du vorher im Garten gewühlt hast, ne? Da wäschst du dir auch vorher die Hände. Deswegen, also das ist eine rein logische Geschichte, meiner Meinung nach, sich auch morgens das Gesicht zu reinigen. Dann habe ich hier einen Toner stehen, das ist von Clarins, der Multi-Active Toner, eigentlich eine Essenz. Eine Revitalizing Treatment Essence, die gab es mal für einen Cent bei Douglas. Ja, habe ich in Anwendung, finde ich angenehm tatsächlich. Also ist auch relativ mild und deswegen passt die für mich morgens auch, weil morgens braucht meine Haut auch wirklich Liebe. Man hatte die Reibung, ne? Ich bin Bauchschläfer, dementsprechend reibt mein Gesicht über mein Kissen. Ja, dann brauche ich das. Dann habe ich hier ein Serum aktuell in Anwendung. Das ist von Colibri, der Hyaluron Booster. Ich habe so oft gehört, dass diese Colibri-Produkte so großartig sein sollen. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, dass ich das auch mal ausprobiere. Ich finde es solide, aber man muss halt wirklich genau den Punkt abpassen, wo es zu viel ist. Also theoretisch würde bei mir 1,5 Pumper ausreichen. Also ne, 2 Pumper sind fast schon zu viel, weil dann kommt es sehr oft zu einer Krümelparty auf dem Gesicht. Ein Pumper ist bei mir tatsächlich zu wenig. Ja. Genau. Dann habe ich hier noch von Clinique meine All About Eyes. Das ist die Rich-Variante. Die trage ich tatsächlich aktuell morgens, weil die nicht so reichhaltig ist wie die Soja tatsächlich. Ich aber eine sehr reichhaltige Augenpflege brauche. Auch nachdem ich von Typology die Augenmaske gemacht habe. Also daran merkt ihr auch, glaube ich, wie krass meine Augen es gerade brauchen. Und ja, genau. Also das hilft bei mir auf jeden Fall. Ist eine schöne Augencreme, die sehr sanft auch zur Haut ist. Die reizt nicht, die brennt nicht. Die ist klasse. Und Clinique ist wirklich auch eine ganz, ganz große Liebe von meiner Warte aus. Ne? Muss ich immer wieder sagen. Dann habe ich hier eine Gesichtscreme. Auch wir sind nicht die allergrößten Freunde. Ich werde sie jetzt aber weiter aufbrauchen, denke ich. Weiß ich nicht genau. Von Nui ist es nämlich diese Glow Wonder Face Cream Hahana. Die war ja, ich glaube, im Adventskalender drin oder in irgendeinem Set oder so. Und dann hatte ich die auch bei einem Schminkvideo von Nui als Primer verwendet. Und dann ist es halt so, dass ich die Produkte dann natürlich auch aufbrauchen möchte. Und wenn es halt eine Face Cream ist, versuche ich die natürlich in meiner generellen Routine einzubinden. Funktioniert nicht immer gut, muss ich wirklich sagen. Ja. Muss ich noch ein bisschen weiter testen. Mal gucken. Ne? Also da habe ich auch schon gut was aufgebraucht, aber es ist halt noch lange nicht am Ende hier. Dann habe ich hier noch meine geliebte Lichtschutzfaktor-Geschichte von Dalton. Und zwar ist das hier der Lichtschutzfaktor 50+, verwende ich ganzjährig. Absolute Empfehlung. Ne? Jetzt ist die Zeit, wo die Sonne, ja jetzt gerade regnet es, aber jetzt ist die Zeit, wo die Sonne halt noch intensiver rauskommt. Und auch wenn es regnet, auch wenn Wolken da sind, die Sonne ist ja trotzdem vorhanden. Und jetzt ist es einfach mittlerweile so, dass die Sonne in einem anderen Winkel oder ja so in diesem Winkel zu der Welt steht, zur Erde steht und dementsprechend dann auch die UV-Strahlung höher ist. Und da sollten wir wirklich auf Lichtschutzfaktor achten. Ne? Minutiös, nein, immer mal wieder erzähle ich euch, dass es sehr, sehr wichtig ist. Achso, und dann habe ich hier noch 2 Spangen. Ihr seht, da vorne ist ein Plissé. Julius hat es eine Zeit lang sehr geliebt, dass er dann auf die Bank hier geklettert ist und dann nach draußen gucken wollte. Er konnte das Plissé aber nicht hochschieben, um die Autos oder wen auch immer draußen zu sehen. Und dann habe ich halt 2 Haarklammern von mir genommen und habe die so an die Seiten dran gemacht und das dann halt so hochgezogen. Und dann hielt das halt, deswegen sind hier 2 Haarklammern in meiner Morgenroutine.
Die unterste Etage ist eigentlich auch mit zu meiner Abendroutine gehörig. Und da habe ich drin etwas, was ich natürlich jetzt nicht so super häufig verwende. Das ist ein Handpeeling von Humankind. Das hatten wir schon ein paar Mal in der Goodiebox drin und das finde ich auch sehr, sehr gut. Verwende ich immer, nachdem ich meine Nägel ablackiert habe, um dann halt wirklich meine Hände und meine Nägel, meine Nagelhaut ordentlich zu peelen und zu reinigen und auf die danach folgende Lackierung vorzubereiten. Sehr empfehlenswertes Produkt, habt ihr auch schon recht häufig bei mir gesehen, einfach weil es sehr gut ist. Dann habe ich hier aus einer Notino-Box, da gibt es jetzt aktuell auch schon wieder die eigentlich Mai-Box, ich weiß es nicht. Nun, auf jeden Fall ist es ein Thermal Protector, das ist ein Hitzeschutz, ne? Dieser hier. Ich weiß nicht. Haarpflege-Spezialisten unter euch, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. A, wie viel braucht man davon? B, woran merke ich, ob ich einen Hitzeschutz habe oder nicht? Das ist von Alpha Parf Milano. Ich finde das in der Anwendung super easy, ne? Weil ich mache mir halt erst dieses Leave-In-Conditioner-Gedönsen drauf. Das ist jetzt hier dieses Keratin von Jean & Len. Das war im Adventskalender, glaube ich, drin oder in irgendeinem Adventskalender. Da habe ich halt keinen Hitzeschutz drin, aber die Pflege. Und danach trage ich mir dann den Hitzeschutz auf, indem ich einfach meine Haare über Kopf nehme und dann halt durchgängig drücke, weil das ist halt ein richtiger Sprayer, ne? Und dann sprühe ich halt so komplett einmal nach unten, von oben nach unten und das gleiche dann von der anderen Seite auch. Dann arbeite ich das Ganze auch nochmal richtig mit drückenden Bewegungen in meine Haare ein und dann ein paar Minuten später, wenn ich dann im Wohnzimmer bin, föhne ich mir auch die Haare. Wie gesagt, keine Ahnung, wie viel man da wirklich von braucht, um den richtigen Hitzeschutz zu bekommen. Das ist halt ein bisschen schwierig, muss ich persönlich sagen. Ich habe jetzt nicht so die ultimative Hitzebehandlung von meinen Haaren. Aber an und für sich ist es ein gutes Produkt, weil das überhaupt keine Probleme macht. Jetzt irgendwie mit Klebrigkeit oder sonst irgendwas. Es fühlt sich eigentlich ganz angenehm an, als hätte man wirklich gar nichts drauf. Und dann ist halt die Frage, habe ich denn wirklich was drauf? Keine Ahnung. Dann habe ich für abends hier auch noch ein Deo stehen von Hydrofugal. Die Duschfrische, die hatten wir, glaube ich, auch in irgendeiner Box mit drin gehabt. Ich glaube, in der Glossy Box. Und abends nach dem Duschen bin ich zwar frisch geduscht und sauber, aber trotzdem ist es so, dass ich oft schwitze. Also gerade, wenn ich so ins Bett gehe oder dieses klassische Nachschwitzen nach der Dusche habe ich natürlich in Griff dadurch bekommen, dass ich nachdem ich geduscht habe, nochmal relativ kalt mich abdusche von oben bis unten. Ne? Aber keine Ahnung, ich habe halt trotzdem, dass ich schwitze. Und da verwende ich dann auf jeden Fall so ein Rolldeo oder so oder ein Cremedeo. Je nachdem, was ich dann in dem Moment halt habe. Ne? Und hier ist noch ein Haargummi. Das ist mein Ersatzhaargummi für über Tag. Da habe ich nämlich auch gerade so ein Invisibobble in meinen Haaren drin. Und dann habe ich hier... Achso, ich muss eigentlich hier andersrum durchgehen. Hier habe ich erst eine Fußcreme von L'Occitane. Das ist diese hier. Die ist aktuell in Anwendung. Ne? Stellt, wie gesagt, immer noch nicht scharf hier. Einfach eine Fußcreme mit 15% Shea Butter. Finde ich ganz angenehm. Geht aber jetzt natürlich ruckzuck leer. Keine Frage. Dann habe ich hier für mein Unterstübchen. Und das mache ich immer im Wechsel. Dass ich halt, wenn ich mich abends eincreme, verwende ich ein Körperpflegeprodukt, dann ein Gesichtspflegeprodukt. Ne? Das dann halt auch alles immer ein bisschen Zeit hat, um einzuziehen. Das ist ganz cool. Auf jeden Fall habe ich für mein Unterstübchen als Aftershave-Creme die Dalton Sensitive Care beruhigende Creme Medium. Die kann man natürlich, weil es auch so gedacht ist, als Gesichtscreme super verwenden. Eignet sich aber richtig gut als nach der Rasurcreme, um Irritationen vorzubeugen und auch eingewachsenen Härchen. Also für mich persönlich ein absolutes Produkt, was mein Game unten geändert hat, was ich sehr gut finde. Tatsächlich, ja. Dann habe ich hier etwas drin. Da habe ich eigentlich ein Öl drin, wo wir gleich auch zu kommen. Das ist eigentlich hier Sause, die Seifenbrause. Das passt hier einfach besser rein. Das andere passt von der Höhe nicht rein. Das ist einfach viel zu hoch, ne? Und genau, da habe ich einfach ein Körperöl drin. Das verwende ich von Knie bis Hüfte. Und davon verwende ich dann immer 2 Pumphübe pro Seite. Und das funktioniert sehr gut. Kann ich mich wirklich nicht beklagen. Zieht auch recht gut ein. Dann habe ich etwas sehr, sehr Reichhaltiges, was ich jetzt quasi noch aufbrauche. Und wenn es leer ist, dann gehe ich halt eher zu den leichteren Texturen über von Dalton Body Care Spa Deluxe. Das ist diese Körperbutter. Die ist halt wirklich sehr, sehr reichhaltig. Was jetzt in der Übergangsphase noch ganz gut ist, weil meine Haut halt noch nicht so ganz eingependelt ist. Ne? Aber ihr seht es, die ist sehr, sehr reichhaltig. Und sie riecht aber auch so gut und sie gibt euch ein gutes Gefühl. Ich persönlich finde, dass das hier zum Beispiel ein ganz tolles Geschenk ist, zum Beispiel zum Muttertag oder so, ne? Dass wenn man
halt jemandem eine Freude machen möchte und einfach mal so ein Spa at home schenken möchte, dass man halt sowas mit reinpackt, dann vielleicht eine schöne Tuchmaske oder so und eine schöne Kerze und ich glaube, dann hat man da was Schönes, womit man jemanden wirklich auch langfristig glücklich macht, ne? Genau. So, dann habe ich hier noch ein paar Sachen drin, die ich auch abends verwende, wobei ich hier dieses Lippenöl von Charlotte Tilbury sowohl morgens als auch abends verwende, einfach komplett, wenn ich meine Pflege durch habe, kommt das drauf. Das ist ein schönes Produkt. Doch, das mag ich wohl. Dann habe ich hier mein Grande Lash. Das ist mein Wimpernserum. Jedes Mal, ich schwärme davon, ich weiß. Aber es macht halt Wurmwimpern, ne? Gar keine Frage. Ist auch wirklich oft ausverkauft, weil das sehr beliebt ist. Da sind Hormone drin. Ich habe auch mal ein separates Video nur über die Wimpern gemacht. Also da muss man halt einfach schauen. Nicht in der Schwangerschaft und Stillzeit verwenden. Und wenn du irgendwelche Probleme damit hast, Hormone zu verwenden. Aber wenn alles tutti ist und du dir auch vollkommen darüber bewusst bist, dass das hier auch hormonell wirksam ist, verwende das gerne. Also man sieht es an meinen Augen, wenn die Kamera scharf stellt, ich weiß es nicht. Nö, hat so keinen Bock, ne? Ich kriege meine Augen gerade nicht scharf gestellt. Aber da könnte man gegebenenfalls sehen, dass ich da keine Verfärbung oder sowas habe, dass da alles soweit so gut ist. Ne? Seht ihr auch immer am Anfang meiner Schminkvideos. Und wenn meine Augen halt richtig rot sind, dann liegt das meistens daran, dass ich halt wirklich nicht gut geschlafen habe oder wirklich mal geweint habe. Auch das kommt vor. Dann haben wir hier von Lash Lem, also von Özlem, das Augenbrauen- und Wimpernserum. Für meine Wimpern ist es okay, für meine Augenbrauen ist es großartig. Also das verwende ich am liebsten an meinen Augenbrauen. Und das hat auch wirklich dazu geführt, dass ich viel, viel mehr Augenbrauen Haare habe und da haben auch schon Freundinnen von mir und auch hier mir zurückgespiegelt, dass einfach Haare an Stellen wachsen, wo vorher keine gewachsen sind und das ist hammermäßig, Leute. Dann habe ich eine Mascara drin, die Unlocked von Hourglass, für den Fall, dass ich mal vielleicht doch irgendwie nur mal eben Mascara tragen möchte, was ungefähr super selten vorkommt. Aber manchmal ist das so, das ist einfach hier so mein Notfall-Mascara-Ding. Und dann habe ich hier noch einen leeren Parfümsprüher, der ist jetzt gerade einfach nicht befüllt. Genau, der ist von Larisee, den hatte ich mal bei einer Lieferung mit dabei. Und genau, dann habe ich ja noch einen Spatel, warum auch immer. Und das wäre diese Etage gewesen. Sicherlich werde ich jetzt mit der Sauberkeit dieses Schranks keinen Schönheitspreis gewinnen, aber ich finde, es ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Und wie gesagt, hier muss eigentlich nichts raus, weil ich dann einfach während der Anwendung schon direkt aussortiere. Und jetzt wird das Schätzelein geschlossen und wir wandern ein bisschen tiefer. Oh mein Gott, Leute, ich hoffe, ihr habt euch wirklich was zu essen und zu trinken geholt, denn das Video ist ja echt ganz schön lang, ne? Ich habe Sammelwasser getrunken. Ja, ich habe mir jetzt mal ein Höckerchen geholt. Das ist übrigens mein, ich glaube, erster YouTube-Stuhl gewesen. Oder einer meiner ersten Stühle, auf denen ich gesessen habe. Mega. Ja, hier geht jetzt nicht allzu viel ab. Das ist jetzt einfach nur die Abdeckung von dem Stativ. Dann ein Putzmittel, was ich eben verwendet habe. Das, der Pumper ist irgendwie nicht mehr ganz so optimal, von Espa. Das ist so ein Körperserum, das verwende ich manchmal. Aber da ich jetzt aktuell auch eine sehr reichhaltige Bodybutter verwende, brauche ich das eigentlich so nicht. Das heißt, ich warte jetzt erst, dass ich die Bodybutter aufgebraucht habe und dann verwende ich dieses Serum für den Körper. Dann habe ich hier auch noch stehen meine Mundspülung, die ich jedes Mal nach dem Zähneputzen verwende und auch immer so zwischendurch, also ne, so über Tag immer mal wieder. Und ein Scrunchie, was auch schon ziemlich mitgenommen ist, das ist nachts immer in meinen Haaren drin. Ja, hier habe ich eben runtergeschmissen und nicht wieder hochgeräumt, habe ich gut gemacht, noch ein Haargummi. Dann hier mein Wasser, was ich hingestellt habe, jetzt gerade zum Drehen. Dann meine Handseife, die ich hier habe, das ist die Sweet Jasmine, die war glaube ich im Adventskalender von Rituals drin, ne? Da benutze ich halt ja, die Handseife. Ich finde den Duft schön, aber der bleibt nicht. Also der ist halt wirklich recht schnell weg. Und dann habe ich hier mit einem Magnet befestigt eine Seife. Und zwar ist das von Maxime Giacomo von Nights Beauty. So eine Limoncello-Seife. Die habe ich erst so für die Hände genommen. Habe dann aber gemerkt, dass du damit super gut Pinsel waschen kannst. Also ist das auch meine aktuelle Pinselseife. Widmen wir uns nun der oberen der beiden Schubladen und ihr seht's, die ist gut gefüllt, ne? Ja, also da habe ich einigermaßen sortiert, aber doch irgendwie chaotisch die ganzen Produkte drin und da werde ich jetzt mal so ein bisschen durchgehen, dass ich einfach auch für mich herausfinde, was darf bleiben, was
nicht und was kommt vor allem auch wieder in meine Backup-Geschichten rein, denn hier sind allerhand Produkte drin, die hier eigentlich nichts zu suchen haben, die ich einfach so im Aufräumen-Style reingepackt habe. Die Trenner, die ich hier drin habe, sind entweder irgendwelche Sachen, die ich mal bei Ikea gekauft habe, so aus der Küchenabteilung kann man die holen oder aus der Badezimmerabteilung, oder es sind halt irgendwelche Pinselhalter oder OB-Verpackungen, einfach so als räumliche Begrenzungsgeschichte. Hier habe ich zuallererst meine Pinselwaschmatte drin, die finde ich klasse, die brauche ich auch immer wieder, dann für meine Zahnzwischenräume. Die kommen aus dem Action und ich finde auch da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich am besten. Genau, die Zahnseide-Sticks. Dann habe ich hier noch meine Mineral Care Med, die habe ich eigentlich als Abendcreme oder als Nachtcreme. Das ist dann so quasi, entweder nehme ich die oder die C. Rein. Und da muss ich einfach mal gucken. Also die ist angefangen, deswegen muss sie auch weiter verwendet werden. Zahncreme habe ich hier natürlich auch in meinem Backup drin. Da muss ich mal gucken, wo ich das gleich reinsortiere. Hier habe ich auch einen Toner drin, den kann ich aber erstmal nach oben räumen, weil der noch zu ist. Dann habe ich hier auch noch ein Körperöl drin. Auch das ist noch zu. Das hatte ich irgendwie mal hier reingeräumt, weil ich dachte, ich könnte das wohl demnächst mal gebrauchen. Habe dann aber ein anderes angefangen. Dann habe ich hier noch eine Augencreme, die ist eine gute Geschichte, wenn meine Augen in Ordnung sind eigentlich oder wenn meine Augen super gereizt sind, weil die halt sehr leicht von der Wirkung her ist. Das ist die Sensitive-Reihe von Dalton. Dann habe ich hier noch eine Zahncreme drin, auch die aus dem Tauschpaket. Dann habe ich hier noch so ein Pinselwaschpad. Ich brauche aber keine zwei. Also das von Crash Cosmetics ist eigentlich vollkommen ausreichend. Das heißt, das hier wird dann weiter wandern, denke ich mal. Hier habe ich noch ein weiteres Lippenpeeling oder ist es eine Lippenmaske? Das weiß ich gerade nicht. Das muss ich noch herausfinden. Ich glaube, das ist eher eine Lippenmaske, also quasi eine Lippenpflege für abends. Ich habe auch noch nicht angefangen. Dann habe ich hier noch einen Deckel. Wo kommst du her? Keine Ahnung. Dann habe ich hier noch eine Handcreme drin. Die ist aber noch zu. Ach so, die hatte ich hier reingeräumt, weil die dieses Jahr abläuft und ich dann zusehen muss, dass wenn ich dann meine auf meinem Schneidetisch aufgebraucht habe, dass ich die verwende. Das heißt, ich kann die dann aber auch schon an meinen Schneidetisch räumen. Dann habe ich hier noch eine Zahncreme drin. Da muss ich jetzt aber wirklich nicht diese Umverpackung von behalten, weil das macht ja gar keinen Sinn. Das nimmt hier nur Platz weg. Diese Täschchen kann ich ja aufbewahren. Dieses hier kommt in Müll und das kommt nach oben. Jo, dann habe ich hier noch eine Ersatzzahnbürste für meine Zahnbürste, einen Nasenhaartrümmer, auch der wird regelmäßig verwendet. Dann habe ich hier noch ein Ladekabel, das kommt zu meinen Ladekabeln im Wohnzimmer. Ich habe hier noch einen Deckel drin. Dann habe ich hier noch ein Lippenpeeling drin. Ach, guck mal, und dann ist das hier quasi Lippenpflege und das ist Lippenpeeling, beide aus dem Yax Beauty Line Adventskalender. Kann aber eigentlich nach oben zu meiner Lippenpflege in meine Backup-Geschichten. Das muss ja nicht hier drin sein. Dann habe ich hier nochmal eine Ersatzzahnbürste. Einen Lichtschutzfaktor, den packe ich mir aber auch nach oben. Denn ich habe jetzt noch allerhand hier unten. Das ist von San Ozon, kommt von Rossmann, genau. Diese Med Drops mit Lichtschutzfaktor 50+, ist aber auch noch neu. Dann habe ich hier, das muss ich gleich noch woanders reinräumen, ein Haargummi. Hier habe ich ein Lips, Cheeks and Eyelids. Das ist so ein Tint von Dr. Lip. Hatte ich auch, glaube ich, angefangen zu nehmen. Ja, auch das ist eine Lippenpflege, die aufgebraucht werden möchte, die ich aber nicht an meinen Bettschrank packen kann, weil die halt auch eine leichte Färbung mit abgibt, ne? Schwierig, schwierig, schwierig. Da muss ich noch überlegen. Genau. Dann habe ich hier noch eine Nagelbürste und hier kann man dann theoretisch auch eine Stückseife draufpacken. Achso, hier packe ich jetzt erstmal wieder das rein, was hier auch reingehört. Es sind allerhand Krümel drin, ne? Das sollte ich eigentlich mal aussaugen, aber ich bin gerade zu faul, um aufzustehen. Furchtbar, Claudi, furchtbar. Also optimal ist diese Aufbewahrung echt noch nicht. Da muss ich mir noch was überlegen. Genau. So, dann mache ich hier mal weiter. Da habe ich noch ein Squalanöl von Typology. Ich meine, dass ich das noch nicht angefangen habe. Das muss dann in meine Backups, weil Squalan ist jetzt nicht unbedingt das, was ich im Sommer und Frühling verwende, weil das doch sehr reichhaltig ist. Also Squalanöle, also Kollagen, Squalan,
Shea Butter auch eher so, also diese ganz reichhaltigen Geschichten, ne, sind eher so die Wirkstoffe oder die Inhaltsstoffe, die ich in der kalten Jahreszeit verwende. Und in der Jahreszeit, wo es halt so schön warm ist, ist mir das einfach zu viel auf dem Gesicht. Das heißt, es kommt dann auch erstmal nach oben wieder. Dann habe ich hier noch eine Maske drin, wo ich gedacht habe, die würde ich demnächst mal verwenden wollen von Mood Mask, hier die Facial Detox Purifying Recovery Maske. Hatte ich von Delia im Adventskalender und habe ich offensichtlich nicht beim letzten Mal hier in meine Maskengeschichten reingepackt. Ich habe oben extra so eine Sortierung für meine Masken, wo ich die auch anhand der Wirkungsweise aufsortiert habe. Da kommt die jetzt auch wieder mit rein, dass ich dann halt, wenn eine reinigende Maske hier leer geht, mir die dann auch nehmen kann, aber die muss hier jetzt nicht wochenlang drin rumliegen. Ein Zungenschaber ist ein wichtiges Instrument. Ich kann es immer nur wieder sagen. Damit reibt man sich wirklich den Spack von der Zunge. Gibt es super günstig überall in der Drogerie. Das ist Tepe jetzt hier. Den hatte ich mal irgendwo mit drin. Also der ist auch wirklich in regelmäßiger Anwendung. Dann habe ich hier noch Haargummis und zwar Slip. Ja, das sind auch gar nicht mal so günstige. Da weiß ich noch nicht, ob ich die jetzt behalte, ob ich die nicht behalte. Die liegen hier schon eine Weile drin. Ich glaube, ich packe die erstmal nach oben. Ja, das ist, glaube ich, besser. So, dann machen wir mal weiter. Ich habe allerhand von diesen hier kommen meine Zahnsachen rein. Habe ich mir gerade überlegt. Dann kann ich nämlich hier auch zum Beispiel diese Zahnpasta, diese Zahnbürste reinpacken. Das ist noch meine alte. Sowas, ja, hat man dann einfach da. Eigentlich brauche ich sie nicht mehr. Aber sie ist jetzt hier, sie bleibt auch drin, weil ich habe ja eigentlich eine elektrische Zahnbürste, ne? Die mit Ultraschall, und die gefällt mir auch richtig gut. Ich hatte halt meine alte noch aufbewahrt so lange, bis ich halt wirklich für mich weiß, dass die Ultraschall-Zahnbürste auch das ist, was ich langfristig verwenden möchte. So, dann habe ich hier Never Not. Ach, das sind diese Soft-Tampons. Nein, die verwende ich nicht, oder? Na, wobei, das soll ja ganz geil. Nee. Nein, das mache ich nicht. Ich habe da wirklich, nee, kein gutes Gefühl mit. Da verwende ich doch lieber normale, reguläre Tampons, wenn ich dann halt auch schwimmen gehe oder so, ne? Ich glaube, da habe ich einfach ein besseres Feeling mit. Dann habe ich hier noch eine Maske. Nee, das ist ein Kopfhautpeeling. Oh, das könnte ich mir vielleicht auch jetzt demnächst mal wieder gönnen, weil ich habe jetzt ja länger kein Kopfhautpeeling gemacht. Das heißt, es kommt in die Dusche. Dann habe ich hier noch ein Backup von meinem Grande Lash Serum. Mega geil. Kommt hier auch natürlich schön mit an die Seite. So, dann, wie gesagt, habe ich hier, wie gesagt, vor allem, habe ich hier allerhand Haarbänder. Da räume ich mir jetzt erstmal alle raus, die ich jetzt aktuell hier drin habe. Denn in der Theorie brauche ich ja 2, maximal 3. Und es ist jetzt auch safe irgendwas in der Wäsche, aber die sind alle toll. Oh Mann. Ich glaube, das hier ist das, was ich am süßesten finde, aber was am engsten ist. Ich mag das ja gerne, wenn die etwas weiter sind, ne? So, und dann verwende ich das hier leider sehr, sehr selten von Sleep and Glow. Das verwende ich halt nicht zum Schlafen, das verwende ich wirklich nur als Abschminkgedönsen. Das heißt, die beiden werde ich jetzt aussortieren. Genau. Die kommen aber vorher noch in die Waschmaschine. So nämlich, die beiden bleiben. Dann habe ich hier noch drin Binden, die brauche ich halt auch immer mal wieder, wenn es halt Richtung Periode oder sowas geht. Das ist jetzt aber aktuell noch nicht der Fall. Oh, ich habe hier auch noch eins von Dalton drin. Das kommt hier zur Seite. Ach Mann. Dann habe ich hier auch noch Eyepatches. Die packe ich mal zur Seite, weil ich habe sicherlich auch noch weitere Eyepatches hier irgendwo mit drin in solchen Pöttchen. Wie gesagt, die Binden packe ich hier mal zur Seite. Die müssen auch noch aus ihrer Verpackung irgendwann mal raus. Dann habe ich hier von Veleda das Skin Food. Das vergesse ich immer. Das finde ich aber so gut. Das sollte ich mir vielleicht nach oben räumen. Genau, da habe ich doch diesen Ständer. Und da habe ich auch einen Platz frei. Da habe ich es jetzt auf dem Platz gefunden, dass ich das nicht vergesse. Dann habe ich hier drin ein Dental Floss. Sollte ich mir zu meinen Zahnviechern packen. Dann habe ich hier drin einen Augenbrauenrasierer. Ist der denn noch scharf? Ja, der müsste noch scharf sein. Nicht vergessen. Das hier ist auch ein richtig gutes Tool. Das kriegt man auch ganz normal in der Drogerie. Das ist jetzt von For Your Beauty. Damit kriegst du deine Bürsten richtig sauber. Ja, das ist ein Produkt, das ist benutzt. Das ist ein eine Tasse, eine Menstruationstasse, finde ich gut. Dann habe ich hier noch ein Haaröl drin. Ach Mensch, das
Wusste ich nicht. Komme ich auch auf jeden Fall zu meinen Haarölen in die Geschichte, ne, dass ich das dann auch morgens verwende, weil jetzt habe ich ja aktuell ein anderes in Anwendung. Von NYX ist nämlich das Huile Prodigieuse Floral. Das hat einen wundervollen Duft und es pflegt halt auch richtig schön. Ist für Gesicht, Haare und Körper gedacht. Dann habe ich hier noch ein benutztes Haargummi. Ich habe meinen Federring. Das ist mein liebster Ring, ne, tatsächlich. Weil das, ach, es hat einen emotionalen Wert. Den habe ich halt doppelt. Den packe ich mir aber oben zu meinen Schmucksachen. Einfach, wenn einer mal verloren geht oder so. Dann ist hier noch, Julius hat letztens meine ganzen Ohrenstäbchen hier durch die Gegend geworfen. Hier habe ich noch so ein, jetzt ist es woanders. Naja, hier habe ich auf jeden Fall noch etwas, was gleich nach unten muss. Das ist so eine Haarklammer. Dann habe ich hier noch so ein Dental Floss, glaube ich, drin. Genau, das kommt zu den Zahnsachen. So, hier habe ich dann Tools. Da packe ich dann aber auch meinen Nasenhaarrasierer mit rein. Ach, ist das schön. Das wird hier richtig ordentlich, Leute. So, etwas, was ich mal in Kooperation bekommen habe von Yester, ist das hier. Vor Jahren. Das ist eigentlich wirklich toll, wenn man seine Augenpartie beleben möchte. Weil wenn man das hier so anpackt, also wenn du hier auf dieses Metallgedönsen gehst, ne, und dann... Das vibriert halt. Ja, ich werde das reinigen und dann in Trash reinpacken, weil ich das einfach nicht verwende. Genauso geht es auch mit diesem hier. Ich finde das einfach zu schwer. Ist von For Your Beauty. Das wird gereinigt und wird dann in Trash gepackt, weil ich habe den Gua Sha Stein und den verwende ich. Oder auch mein PMD Rose Quartz, den ich euch eben gezeigt habe. So, hier habe ich noch allerhand Fusselkram drin. So, Haarspangen kommen gleich nach unten zu den Haarspangen. Dann habe ich hier noch einen Ampullenabbrecher. Der kann aber in Müll, weil der immer mit dabei ist, wenn man von Dalton was bestellt. Und dann habe ich hier einen Spatel. Auch da habe ich, glaube ich, gleich noch allerhand von. Ja, hier habe ich auch noch so ein paar Tools. Das hier ist so eine Haarschneideschere, die ich... vielseitig einsetze, also manchmal bei mir, manchmal bei Sammy, ne? Wobei mittlerweile habe ich für Sammy da andere Sachen. Das hier sind so, sollte man nicht verwenden. Wenn ich ganz verrückte Pickel habe, dann fummel ich damit dran rum, sollte man immer gut desinfizieren und eigentlich gar nicht besitzen. Ich weiß, es ist nicht gut. Dann habe ich hier auch noch Nagelscheren, zwei Stück drin. Jo, kann man immer gut gebrauchen, ne? Nagelclipser habe ich hier auch noch drin. Das ist auch ein gutes Tool. Den habe ich übrigens schon seit, ich glaube... Boah, 20, 25 Jahren kein Schmarrn jetzt, ne? Das ist der Hammer. Dann habe ich hier auch noch zwei Pinzetten drin, warum auch immer man zwei braucht. Das hier ist ein wichtiges Tool, wenn ich den letzten Rest vom Schützenfest aus meinen Tuben rausquetschen möchte. Von Comme des Deux war das mal in der Goodiebox drin. Mega gutes Teil. Dann sind hier Produkte drin, also diese ganzen Ampullenabbrechhilfen, die brauche ich ja nicht. Hier so ein kleiner Mini-Trichter. Der Mini-Trichter kommt nach oben, da habe ich nämlich extra dafür etwas. Aus der Barbara-Box eine Glasfeile. Ich mag keine Glasfeilen. Dann habe ich hier nochmal, ich glaube aus dem Douglas-Adventskalender, eine Metallfeile. Gar nicht mein Vibe. Oh Gott. Und so viele Ampullenabbrechhilfen und ein Spatel. Yay. Dann kann ich meine Ohrenstäbchen hier mal an die Seite dran stellen, weil ich dafür jetzt auch Platz habe. Mega gut. Als nächstes habe ich hier allerhand Haargummis und so. Das verwende ich wirklich so selten, ne? Also so selten, dass mir auch mal ein Invisibobble reinst oder so. Aber trotzdem habe ich so viele da, weil ich ja auch allerhand in Adventskalendern hatte, die dann auch lose da drin waren. Die verwende ich dann einfach immer wieder weiter. Und halt auch so ganz kleine, wenn ich dann wirklich mal Sport mache. Wenn ich mal Sport mache, was ja super häufig nicht vorkommt. Aber gut, ja. Gut, auf jeden Fall allerhand Haargummis. Brauchen wir. Einfach. Hier habe ich meine ganzen Abschminkpads und so drin. Ja, und auch und damit trage ich auch teilweise Toner auf und so. Ich glaube, das lasse ich auch alles so weit. Das ist ja eigentlich auch ganz gut sortiert. Genauso wie ich hier meine Slip-Einlagen immer drin habe, was auch ganz gut ist. Diese Pinsel verwende ich einfach nicht. Das sind Maskenpinsel aus Silikon. Brauche ich nicht. Ich habe ja oben meinen Pinsel, habt ihr ja schon gesehen. Dann habe ich ja auch noch meine Ladestation. Für meine ehemalige Zahnpasta, Zahnbürste. Die muss jetzt nicht super präsent hier drin sein. Ja, hier ist noch eine Binde. Zack. Ja, nicht schön, aber selten. Was habe ich denn hier drin?
noch mehr so ein Kram. Also das ist mein Edding, den ich immer nehme, wenn ich mir drauf schreibe, ne, wenn ich halt so Produkte aufgebraucht habe und das für mein Aufgebraucht-Video verwende, dass ich dann halt mir Notizen mache. Ja, und dann habe ich hier allerhand Spatel wieder. Spatel, Spatel, Spatel. Dieser Yepoda-Pinsel, ne, ist ja eigentlich von der Maske, aber der sieht auch nicht mehr ganz so fresh aus. Dann noch ein Spatel. Das ist auch so ein Sprüher, der kommt oben auch zu meinen Sprühern hin. Den hatte ich zur Reise, glaube ich, mitgenommen und da war dann Toner drin. Genauso wie auch hier so ein kleiner, süßer Trichter. Eine Nagelfeile, die hat es aber mittlerweile auch schon relativ hinter sich. Ist eigentlich aber noch gut. So, das hier kann nicht stehen, weil es zu groß ist, ist meine Lichtschutzfaktor 30 Creme. Die muss ich jetzt auch wirklich relativ zeitig aufbrauchen, weil die eigentlich noch vom letzten Jahr ist und man sollte seinen Lichtschutzfaktor jetzt ja eigentlich wechseln oder auswechseln. Dann gucke ich mal, ich habe hier auch meine ganzen Dalton-Augenpads, ob ich die irgendwo schön hinkriege, dass ich da aber auch trotzdem zugreife. Mache ich hier einfach mit rein, das passt. Das ist mein Reisecase für meine Oclean Zahnbürste. Das sind Anti-Pickel-Patches, die brauche ich immer mal wieder. Die sind auch wirklich klasse. Das sind welche mit Ziza. Das heißt, die kann man jetzt auch im Frühling, Sommer verwenden. Hier habe ich noch einen Brow Genius von Anastasia Beverly Hills. Das hatten wir letztens in irgendeiner Box mit drin. Das wollte ich verwenden, wenn mein, mein Lashlam leer ist. Das heißt, es kommt hier mit rein. Ein riesiger Spatel, ne? Den kann ich aber immer mal wieder gut gebrauchen, wenn ich wirklich noch so letzte Reste irgendwo rauspule. Deswegen darf der auch hier bleiben. Das sieht doch gut aus. Kann ich mich gerade einfach nicht beschweren. Achso, das muss da auch noch rein. Ne? Ja, sieht auf jeden Fall ordentlicher aus. Sieht sortierter aus. Ich habe hier auch ein bisschen mehr Platz. Mal gucken, ob da vielleicht noch was aus der untersten Etage reinwandert, weil die ist wirklich ganz schlimm. Also ich habe hier wirklich ein sehr schlechtes Gewissen. Julius geht hier ständig natürlich bei und da muss ich echt aufpassen. Also ich greife jetzt einfach mal wild rein. Das ist etwas, was ich wirklich nicht verwende. Ich hatte das irgendwo drin, habe mir gedacht, ach, das wäre doch bestimmt süß. Nein, ist es nicht. Das hier ist eine Po-Dusche. Diese Po-Dusche kann ich zur Seite räumen, denn ich bin aktuell nicht schwanger und hatte sie ja eigentlich so für im Krankenhaus mit dabei, falls ich eine normale, natürliche Geburt durchgeführt hätte. Hatte ich nicht. Dann habe ich hier einen Haarreifen, den habe ich jetzt auch letztens nochmal versucht zu tragen. Der ist ganz süß, aber er stört mich. Deswegen wird auch der aussortiert. Dieser Haarreifen ist auch ganz süß, aber auch den trage ich nicht im Alltag. Ich habe den mal so zwischenzeitlich getragen, wenn ich mal unter die Dusche gegangen bin und nicht die Haare waschen wollte. Ich habe hier allerhand Scrunchies, die lege ich erstmal zur Seite, da muss ich mal gucken. Solche Haarklammern verwende ich auch tatsächlich nicht mehr. Hier haben wir dann nochmal Augenpatches, die packe ich auch hier mal zusammen, dass ich die mal hier sortiere. Da habe ich hier noch, genau, eine Handseife von Everdrop, die kann ich halt anmischen. Da habe ich auch noch irgendwo den Spender für, da muss ich gleich mal gucken. Hier habe ich noch eine Handseife von Naturschön, Zitrone und Rosmarin. Genau, also hier haben wir auch immer Handseifen stehen, deswegen passt das ganz gut. Von Jean & Len, Kokos und Macadamia. Hier auch nochmal. Dann habe ich noch eine Seife von Knights Beauty. Das ist die Sapone, weiß ich nicht, das ist diese hier auf jeden Fall. Kommen zu Seifen. War ja auch schon mal Seifen. Das hier hatte ich von Delia im Advent, nee, von Anja im Adventskalender. Ingwer Vital Pads. Verwende ich nicht. Scrunchy. Nagelpflege. AHA Nail Treatment. Oh. Soll dann ja quasi aufhellen, ne? Nee. Noch ein Ladekabel. Schön. Ein Scrunchy. Dann habe ich hier auch meine Masken von Dalton. Also, ja, großartig. Also hier habe ich ein paar Mal die Bubble-Maske. Die ist halt wirklich schön reinigend. Brauche ich so viele hier unten? Bestimmt brauche ich so viele hier unten, oder? Ja, und ich weiß aber nicht, ist das jetzt gerade auch aktuell ganz sinnvoll, die zu verwenden? Weil da müsste auch Salicylsäure drin sein, ne? Ja, mal vielleicht. Dann habe ich hier die, die fand ich auch in meiner Schwangerschaft wundervoll. Das ist auch sehr sanft formuliert, die Anti-Pickel-Tuchmaske. Die ist halt, wenn so Unreinheiten im Anmarsch sind, ne? Eine ganz gute Sache. Das sind so meine Erdbeerwochenmasken. Und ja, dann habe ich hier noch die Hydro-Lift-Maske zweimal und die Pink Clay Detoxifying Sheet-Maske von Revolution. Genau, auch das ist eine Maske, die dann reinigend ist. Und solche Tuchmasken sind für mich dann eher abends immer so eine Sache. Hier habe ich dann noch so Dinge, Intimate Deo Wipes von Deodoc. Die nehme ich halt ganz gerne, wenn ich zum Frauenarzt gehe oder zu meiner Frauenärztin,
ich habe mich natürlich vorher gewaschen, aber ich bin dann ja auch unterwegs und fahre zu ihr und so weiter. Und wenn man dann vorher nochmal halt Pipi machen soll und so weiter, dann ist es für mich persönlich einfach eine schönere Empfindung, wenn ich die halt mit dabei habe und dann einmal kurz verwende. Ich weiß nicht, ich glaube, der ist das relativ pelle, aber es ist einfach für mich so eine persönliche Empfindung, ne? Und ja, das finde ich einfach schöner und deswegen mache ich das auch. Dann haben wir hier noch natürlich eine Haarbürste. Wie viele Haarbürsten braucht man? Ja. Alle Hans Crunchies, auch da werde ich durchsortieren. Dann, ja, das sind so meine Waschdinger, wo ich, also ich habe ja immer meine Pads, die ihr eben gesehen habt, und die packe ich dann ja immer hier in solche Netze. Die sammle ich hier vorne immer an meinem Handtuchhalter und dann kommen die immer mal wieder, wenn es dann halt voll ist, in die Wäsche. Hier haben wir noch eine Ersatzzahnbürste von Julius. Ich glaube, das kann ich auch in sein Zimmer räumen. Das muss nicht hier liegen. Dann habe ich das hier, die Desinfektionstücher. Das hatte ich mir damals hier hingelegt, als ich Julius geboren hatte. Und da wurde halt gesagt, man sollte da immer nach jedem Mal, wo man auf dem Klo war, das halt auch verwenden. Brauche ich jetzt aber nicht permanent mehr im Badezimmer haben. Dann habe ich hier, hatte ich gedacht, das wäre wohl was für Julius, aber mittlerweile findet er das gar nicht mehr so super interessant. Von Magnetone ist es so ein Gesichtsreiniger. Das war auch in irgendeiner Special Glossy Box mal mit drin. Ich glaube, das kann ich eigentlich dann auch ganz gut mal verlosen, weil es noch neu ist. Boah, wie viele Scrunchies habe ich eigentlich? Dann ist das hier noch so eine Halterung von diesen Vivavi-Geschichten. Ich persönlich fand das jetzt nicht so gut. Da finde ich das Rondell, was ich da habe, tatsächlich um Längen besser. Ich glaube, das habe ich sogar mal irgendwann bei DM gekauft. Das hier, da ist mir ständig alles umgefallen. Ja, ich habe ab und an halt noch solche Reinigungspads, aber ich glaube, so ein Ding hält mir 2 Jahre. Das verwende ich tatsächlich dann immer, wenn ich meine Fußnägel ablackiere. Oh! Ich habe noch weitere Everdrop-Handseifen-Dinger. Sehr schön. Also meine Zeiteinschätzung war wirklich sehr schlecht. Ich habe gedacht, ach, so eine Stunde brauche ich wohl. Dann habe ich hier noch einen neuen SensiFlow Menstruationstassen-Ding. Woher bist du noch da? Ist noch original verpackt hier drin. Ja, die ist neu. Warum habe ich denn 2? Ach so, das waren 2 verschiedene Größen, glaube ich, gewesen. Ja, also ich habe jetzt ja eine da. Ich brauche jetzt keine zweite eigentlich. Dann habe ich hier noch eine Zahnbürste, außer meiner Little Box, so eine Bambuszahnbürste. Warum habe ich die hier drin? Ich habe keine Ahnung, die gehört hier auf jeden Fall nicht rein. Ich benutze keine Bambuszahnbürsten, wenn, dann benutze ich die für Putzen tatsächlich. Ja. Hier habe ich so eine kleine Auswahl an Sachen, die ich dann auch etwas, ja, also etwas mehr haarschmuckmäßig was habe, ne? Das sind so Haarklammern und so. Da kommen auf jeden Fall hier diese Dinger noch mit rein, die hier oben auch schon aufliegen. Denn ab und an mache ich das mal, dass ich sowas benutze. Aber was ich auf jeden Fall nicht brauche, ist sowas und so ein Schleifchen. Also ich glaube, da freut sich vielleicht im Trash die liebe Alina oder die liebe Katrin drüber. Denn das sind ja unsere Schleifchen-Girls. Hier habe ich auch ein Ladekabel, das kann auch weg, also ins Wohnzimmer. Ein Diffuser für meinen Föhn. Muss der so deformiert sein? Ja, ich glaube schon. Brauche ich nicht. Ich habe nichts zu diffusen. Dann, was habe ich hier denn drin? Oh, jo. Das ist ein Epiliergerät. Habe ich hier nicht sogar 2 drin? Ich glaube schon, ne? Das hier ist eins von der Ideenwelt, was mir eigentlich sogar noch ein bisschen besser als das andere gefällt. Aber Epilieren ist echt eine Herausforderung immer wieder, ne? Also da muss man sich immer wieder zu durchringen, das dann auch zu tun. Hier habe ich nämlich eins drin, was noch teurer ist, aber tatsächlich in der Anwendung nicht so angenehm. Von Braun, dieses hier ist es nämlich. Nee, von Panasonic. Da muss ich nochmal in mich gehen, welches davon ich jetzt behalten möchte. Das kannst du sogar auch in der Badewanne ganz gut verwenden, weil, also dieses hier, ne, weil das Wet and Dry ist, was natürlich cool ist. Das ist jetzt was für den Sommer von Mega Babe, das Thai Rescue Produkt. Das hatte ich halt in der Schwangerschaft auch ganz gerne unter den Brüsten verwendet und auch zwischen meinen Oberschenkeln. Das ist nämlich halt, ja, wenn man da die Reibung aufeinander hat, dass es dann halt etwas angenehmer ist. Normalerweise hilft da einfach eine Strumpfhose. Ja, noch mehr Scrunchies. Wow, also das ist ja wirklich interessant, was hier passiert ist. Noch so ein Deo. Bambus-Wattestäbchen im Backup. Ja, guck, gut zu wissen. Haarklemmerchen von Six, die waren auch mal irgendwo mit drin. Sind süß, aber
habe ich, glaube ich, seit 20 Jahren nicht mehr verwendet. WC-Aktiv-Tabs, die zerbröselt sind. Das ist Müll. Was ist das hier denn? Ach, guck mal. Ja, das ist, wenn man halt sich so einen Fancy-Dutt machen möchte, eigentlich ganz cool, ne? Greife ich jetzt nicht so super häufig zu, aber man hat es halt vielleicht auf Karneval da. Das ist ein Deckel. Noch ein Invisibobble. Also eine Klammer, die ich nicht mehr brauche. Oh Gott, ich habe so viele Squishies. Ich brauche gleich ein, ich muss hier gleich mal, schade Schokolade. Jetzt muss ich mir doch mal einen Handstaubsauger holen. Meine Po-Dusche kann auf jeden Fall zu meinen Schwangerschaftsgeschichten, weil die brauche ich tatsächlich nicht permanent. Oh, guck mal, ich habe noch Zahnseide-Sticks im Backup. Wer hätte das gedacht? Das war so ein Temu-Ding, was ich mir gekauft habe, wo ich gedacht habe, man könnte damit super Kalk oder sowas entfernen. Das Tinnef, das Müll. Nochmal Augenpads. Warum habe ich hier so viele Ladekabel? Hier habe ich auf jeden Fall das Produkt, was ich schon umgefüllt habe, also dieses Jaya Wellness Öl. Ist eigentlich ein Massageöl, kann man aber wie gesagt auch gut zur Körperpflege verwenden. Dann habe ich hier noch die Verpackung von meinem PMD Rose Quartz Roller. Brauche ich eigentlich nicht. Und ich glaube, das ist das Ladekabel von dem, ne? Naja, auf jeden Fall brauche ich dafür kein Case, weil ich das eh nie zu Reisezwecken mitnehme und das eigentlich auch immer bei mir irgendwo in Anwendung so steht, deswegen kann das weg. Dann habe ich hier nochmal Sause, die Seifenbrause, nochmal Flüssigseife als Pulver. Ich finde das eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und auch relativ nachhaltig von der Idee her. Hier habe ich noch Pets, iPads sind das von Magiamo Beauty. Ich habe jetzt ja die von Typology. Ich habe die hier aber auch schon verwendet, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht. Kommen auf jeden Fall, ich glaub, ja, die kommen in Trash. Weil ich ja schon jetzt welche da habe. Was brauche ich da so viele von, ne? Dann ist das hier für Nagellack entfernen. Das ist halt zum Hochpumpen acetonfrei von Ebelin. Gibt es bei DM. Das ist für die Fußnägel. Dann habe ich hier noch ein Seifenstück von Plain B. Hanföl, Seife mit Zitronengras. Das ist halt für meinen magnetischen Seifenhalter. Wie viel Seife habe ich denn hier drin? Das hier ist nochmal ein Backup von Nagellackentferner. Das kann man halt auch nachfüllen in diese Packung zum Beispiel. Ne? Dann habe ich hier noch für Fingerreinmachgedönsen etwas. Und zwar ja, für meine Hände ist das einmal von Isana und nochmal von Isana. Ich glaube, das hier ist die neue Verpackung oder so. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Finde ich auf jeden Fall super klasse. Und für mich auf jeden Fall ein absoluter Gamechanger, was Nagellack entfernen an den Fingern angeht. Dann habe ich hier natürlich noch ein Scrunchie. Wow! Dann habe ich hier meine liebste Pinselreinigungsseife. Die ist einfach wundervoll. Ich verlinke euch die Amazon Storefront von mir in der Infobox. Von Da Vinci, die Cleaning Soap for Cosmic Brushes, ne? Cosmetic Brushes. Und das letzte, glaube ich, nee, doch, das ist Müll, ist hier auch von Magiamo oder von Nights Beauty habe ich mir gekauft, diese parfümierten Dinger, die man sich in die Dusche reinmacht. Genau, um damit dann entsprechend ein schönes Duscherlebnis zu haben. Das ist so ein bisschen waldig, aber ich glaube, ich brauche davon nicht die große Verpackung. Es reicht, wenn ich mir die kleinen Dinger raushole. Und genau, weil das ist schön eingepackt, ne? Aber ich brauche die große Verpackung nicht. Das nimmt mir persönlich einfach zu viel Platz weg. Oh mein Gott, das sieht ja richtig gut aus. Ich bin hin und weg, muss ich wirklich sagen. Das hat doch mal richtig Luft gegeben. Leute von heute, das ist jetzt mein Badezimmer-Roomtour-Gedönsen gewesen. Wow, ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen oder wenn ihr wollt, ihr seid eingeschlafen. Ja, und das wäre es jetzt hier auch schon wieder von mir gewesen. Vielleicht konnte ich euch ein bisschen animieren, dass ihr auch mal ein bisschen aufräumt. Vielleicht habt ihr auch mit mir aufgeräumt. Und naja, egal, ganz egal, was ihr gemacht habt. Wenn es dir hier gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.